liebe Zuschauer, liebe Gäste, ich hatte es ja bereits angedeutet, ich befinde mich in dieser Woche hier am Stadthafen in Senftenberg, denn in wenigen Stunden ziehe ich mich um und dann geht's hier los mit dem Aufbau für das Senftenberger Hafenfest jetzt am Samstag und Sonntag. Ich würde Sie jetzt auf einen kleinen Rundgang durch das Hafenareal mitnehmen, damit Sie wissen, wo Sie was finden und wie die Flächen zum Senftenberger Hafenfest aussehen werden. Alle hopp! Und Sie erkennen es jetzt schon, das hier ist der Eingangsbereich. Der Zugang, der offizielle Zugang zum Senftenberger Hafenfest befindet sich dort. Und dort wird auch die Kassierung von 2 Euro am Tag geschehen. Hier im Eingangsbereich, das steht dann das Wahrzeichen vom Senftenberger Hafenfest und zwar das 33 Meter hohe Riesenrad. Und darauf freue ich mich schon ganz besonders. Und auf dieser Fläche hier gibt es unseren Lausitzmarkt mit tollen Accessoires, mit Schmuck und selbstgemachten Seifen. Und auch hier oben auf der kleinen Terrasse gibt es was für den Gaumenschmaus. Anton ist mit seinem leckeren Wein dabei. Es gibt hier oben Softeis und natürlich auch russische Spezialitäten von Selena. Das Thema Sicherheit geht uns alle an und hier im WRL-Gebäude befindet sich das DRK und der Sicherheitsdienst. Wenn Sie also Probleme haben, Sorgen, technische Nöte oder wenn ein Kind verloren geht, dann melden Sie sich gerne hier. Am Samstag von 16 bis 18 Uhr findet hier im Hafenbecken nämlich das Tretbootwettrennen statt, wobei man sich ganz spontan anmelden kann und mitmachen kann. Und 19 Uhr gibt es natürlich eine Auslosung vom 1. bis zum 3. Platz. Also kommt vorbei am Samstag zwischen 16 und 18 Uhr und macht hier einfach mit beim Tretbootwettrennen. Und wir sagen natürlich ein ganz herzliches Dankeschön an unsere Sponsoren, an die Stadt Senftenberg, an den Zweckverband und natürlich viele, viele weitere. Man kann immer gar nicht alle aufzählen, weil die Liste ist lang. Aber ohne unsere Sponsoren würde das Hafenfest so nicht stattfinden können. Also tausend Dank, dass Sie uns die Treue gewähren und das Hafenfest so unterstützen. Und am Ende vom Hafengelände, je nachdem wie man es sehen möchte, befindet sich dort der große Schaustellerpark. In diesem Jahr mit dem King Kong Tower, mit dem Alpha Polyp und viele, viele besondere Attraktionen für klein und groß. Hier vorne die Tanzfläche zur Club Stage für jede Menge Beats und mit über 10 DJs, die am Samstag und Sonntag hier ihre Summer Sounds auflegen werden. Und ich denke, dass für den Gaumenschmaus, für groß und klein und für jeden Geschmack etwas dabei ist. Es gibt Langosch, Burger, Hotdog, Pommes, Currywurst, alles klassisch von dem Grill. Also seien Sie gespannt, was es Leckeres gibt. Und die meisten von Ihnen werden diese große Fläche kennen, denn hier wird am Samstag und Sonntag die große Hauptbühne stehen. Hauptacts wie Marie Reim und Kinderstar Nielsen und im Rahmenprogramm Björn Martins, The Florence, Nürn und viele, viele andere Stars sind nur einige, die ich hier heute anteasern möchte. Zum Schluss möchte ich Ihnen noch ein paar wichtige Hinweise mit auf den Weg geben. Halten Sie bitte die 2 Euro passend bereit pro Tag. Nutzen Sie gerne den großen LMBV-Parkplatz für 5 Euro am Tag und den dazugehörigen Bus-Shuttle. Und außerdem denken Sie bitte an Sonnenschutz, wie so einen schicken Hut oder an Sonnencreme und natürlich auch an wetterfeste Kleidung. Alle Informationen zum Senftenberger Hafenfest 2024 finden Sie auf unserer Homepage www.hafenfest.info. Liebe Gäste, liebe Zuschauer, besuchen Sie das Senftenberger Hafenfest am 10. und 11. August, jetzt am Wochenende hier am Stadthafen. Und seien Sie dabei, seien Sie glücklich und genießen Sie die beiden wunderschönen Tage mit uns. Musik